dass das bekannteste Werk unseres Hauptredners heute Abend, Karl Polanyi, die große Transformation heißt, gibt natürlich den derzeitigen Entwicklungen der Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel, aber auch den jüngsten Ereignissen in der Ukraine, in Russland, die Auseinandersetzungen, eine besondere Note. Wir stecken mitten in einer Transformation, in einer Änderung. Und genau das wollen wir hier im Haus, in dem ich Sie heute Abend recht herzlich begrüßen kann, im Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, dem widmen wir uns immer wieder. Zusammenhänge aufzeigen, nicht nur einzelne Schlagwörter, die man in den Medien, in verschiedenen Bereichen hört, einfach nur erklären, Zusammenhänge darstellen, miteinander diskutieren, miteinander reden, miteinander kommunizieren. Das versuchen wir vor allem mit jungen Leuten, die im Schulbereich sind, die Interesse mehr oder weniger zeigen. Die wollen wir einfach neugierig machen mit dem, was wir hier im Haus unter dem Thema Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum anbieten können. Wir sind ein Non-Profit-Verein, der knapp 100 Jahre alt ist, 2025 von Otto Neurath gegründet, für alle, die das erste Mal im Haus sind. Es gibt auch einen Neurath-Raum ums Eck. Sie sind herzlich eingeladen, alles anzuschauen. Die Türen sind offen. Auch sich Broschüren mitzunehmen mit den Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen im Auftrag verschiedenster Institutionen, der Nationalbank zum Thema Finanzbildung, mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger zum Thema soziale Sicherheit, mit der Welt der Arbeit in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer, mit den Gewerkschaften. Das sind auch im weitesten Sinne auch unsere Mitglieder, die hier seit Jahrzehnten immer wieder versuchen, eine Plattform zu bilden, um eben gerade im Bildungsbereich hier nochmal, ich wiederhole mich, komplizierte Zusammenhänge, komplexe Zusammenhänge möglichst einfach und anschaulich darzustellen. Und es freut mich besonders heute, dass man einen österreichischen Denker, Ökonomen, einen vor allem Analysten hier begrüßen dürfen. Ich nehme nochmal den Karl Polanyi her und natürlich Sie als Vertreter, die sich mit dem auseinandersetzen, die das Weiterdenken irgendwie in die Zeit auch wieder bringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich mit den großen österreichischen Denkern und auch Ökonomen im Speziellen sich auseinanderzusetzen und vor allem, und das ist mir ganz wichtig, dass ein Ergebnis immer neugierig macht. Also jetzt in Ihrem Kreis, wo Sie sich berufsmäßig vielleicht auch mit dem Thema auseinandersetzen und so wie bei uns, wo man mit Menschen von der Straße, mit Menschen, die sich vielleicht nicht so direkt mit Theorien, vor allem ökonomischen Theorien und anderen Dingen auseinandersetzen, dass wir die einfach neugierig machen. Weil Neugier ist das, was wirklich antreibt, was jemanden bewegt, auch etwas zu lernen und das lebensbegleitende Lernen brauche ich nicht extra zu thematisieren. In dem ganzen Sinne wünsche ich einen schönen Abend, wünsche viele interessante Gespräche, Diskussionen, Vorträge, die noch passieren, auch jetzt schon im Voraus dann für die quasi Finissage, die wir dann am 21. glaube ich, Juni auch hier wieder haben, auch wieder alle schon eingeladen im Sinne der Veranstalter. Und falls es Fragen gibt, Kollege Gujasch ist noch unten dann rund ums Haus, bitte nehmen Sie wirklich auch alle Broschüren mit, wo nicht draufsteht, bitte nicht mitnehmen. Ja. Und immer aufpassen, das ist besonders bei Lehrern und Pädagogen immer ganz heikel, das piepst dann unten, weil meistens sind die Bücher noch gesichert. Ja. Aber ich sage das, ganz wichtig, was Sie hören, geistiges Eigentum immer, aber ich sage, wenn sonst bitte mitnehmen, weiter verbreiten, wenn Sie noch selber Schülerinnen, Schüler haben, passiert immer wieder, die sagen, ich habe mit Finanzbildung und so noch wenig auseinandergesetzt. Hier gibt es immer Anlaufstelle, beziehungsweise wir bieten diese Aktionen meistens kostenlos an, eben in Zusammenarbeit mit Auftraggebern. Und auch hier im Haus sind wir froh, dass wir wieder ein bisschen Leben haben, das real ist, ja? Dass wir im direkten, unmittelbaren Gespräch sind und nicht nur virtuell die letzten zwei Jahre. Aber das ist für uns alle, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und die Frage auch, Maske ja, nein und zunehmend können wir hoffentlich sagen, nein, brauchen wir hoffentlich nicht mehr und wir können uns wieder wirklich sehen, in die Augen schauen, geht zwar, aber die Mimik und viele andere Dinge spielen ja auch mit. So, ich höre jetzt auf, damit ich da nicht den Abend noch zeitlich zu sehr belaste. Danke nochmal herzlich fürs Kommen, wünsche einen schönen Abend und ich hoffe, man sieht sich bei Gelegenheit wieder. Und wie gesagt, im Haus, im Anschluss gibt es dann auch eine Kleinigkeit, wo man sich vielleicht auch auseinandersetzen kann und nützen Sie auch die Dinge, die man sich anschauen kann, durchlesen kann, eben heute Abend oder bei einer anderen Gelegenheit. Einen schönen Abend, alles Gute.
Herzlich willkommen zur Ausstellungseröffnung der Ausstellung Karl Polanyi von der entfesselten Wirtschaft zur solidarischen Gesellschaft. Mein Name ist Andreas Novi, ich arbeite an der Wirtschaftsuniversität und zusammen mit einem der anwesenden Vortragenden haben wir 2018 die International Karl Polanyi Society gegründet. Unsere Intention als Polanyi Society war, wie es das Motto hinter mir auf dem Roll-up auch anzeigt, Putting the Economy in its Place, die Einschätzung, dass eine der zentralen Antworten auch auf die Herausforderungen, die wir haben es in den einführenden Worten ja gehört, mit denen wir konfrontiert sind, vom Klima bis zur Geopolitik, etwas mit der Rolle der Ökonomie in unserer Welt, in unserer Gesellschaft zu tun hat. Und der Wirtschaft wieder ihren Platz zuzuweisen, ist ein Motto, das nicht wörtlich jetzt von Karl Polanyi stammt, aber sehr stark von ihm inspiriert ist. Und als International Karl Polanyi Society, IKPS, verstehen wir unseren Auftrag zum einen darin, wissenschaftliche Debatten voranzubringen. Es wird auch morgen, übermorgen zum Beispiel an der Wirtschaftsuniversität Wien einen Workshop geben zum Thema Contested Provision of Care and Housing. Die den Newsletter der Society bekommen, haben da auch die Informationen und sind auch dort herzlich eingeladen. Das ist sozusagen für ein akademisches Publikum auch eine akademische Debatte ausgerichtet. Aber das zweite Anliegen und Ziel der Society ist, einen Beitrag zur Erwachsenenbildung zu leisten und auch sich öffentlich in Debatten einzumischen. Und wenn man eben Erwachsenenbildung macht und über die Uni hinaus auch diese Gedanken an ein breiteres Publikum bringen will, dann ist eben das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum ein Partner, der sich aufdrängt und mit Unterstützung der MA7, ja, der Stadt Wien, Abteilung für Kultur und Wissenschaft, haben wir diese Ausstellung hier in diesen Räumlichkeiten organisiert mit einer Eröffnungsveranstaltung heute und einer abschließenden Veranstaltung am 21.06. Und diese 6-7 Wochen wird eben die Ausstellung hier öffentlich zugänglich sein. So viel zum Rahmen. Wir haben eigentlich diese Veranstaltung schon sehr lange geplant. Die Ausstellung ist auch schon länger fertig. Es ist pandemiebedingt die Präsentation hier in Wien immer wieder hinausgeschoben worden. Harald Wildfellner, der mit uns ja einer der Autoren auch dieser Ausstellung ist und heute hier ist aus Oberösterreich. In Oberösterreich ist die Ausstellung schon einige Male gezeigt worden, in Wien mit dem heutigen Tag und dieser Veranstaltung zum ersten Mal. Wir hatten gehofft, dass diese Veranstaltung nach der Pandemie stattfindet. Also die Dummen von uns, zu denen ich gehöre, haben gehofft, sie findet nach der Pandemie statt, wenn das alles schon ausklingt und nicht mehr so wirklich. Und alle freuen sich, dass man sich endlich wieder treffen kann. Es ist nicht ganz so, aber trotzdem ist es auch als eine Möglichkeit gedacht, wieder ein bisschen nach der Veranstaltung ins Gespräch zu kommen, sich Zeit zu nehmen, gemeinsam auch die Roll-Ups anzuschauen und dann eben runterzugehen. Die Veranstaltung selber hier ist eine eher kürzere Veranstaltung. Es wird sicher nicht länger als eine Stunde dauern. Und bestehen wird es im Wesentlichen aus drei Präsentationen. Der Gedanke ist auch zum einen, dass wir hier in den Genuss kommen der drei Vorträge. Aber die Vorträge werden aufgenommen und sollen dann auch bei anderen Ausstellungen oder anderen Gelegenheiten zur Verfügung stehen. Dementsprechend sind die Titel auch dieser Veranstaltungen, dieser Vorträge so gewählt, dass hier zwei bzw. drei ganz relevante Themen
angesprochen werden. Bevor ich den ersten Redner raufbitte, hier zu sprechen, schicke ich ganz liebe Grüße von Kari Polanyi-Levit, mit der ich heute telefoniert habe. Kari Polanyi-Levit ist die Tochter von Karl Polanyi, 1923 in Wien geboren, jetzt in Montreal lebend und die Ehrenpräsidentin der IKPS. Sie wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen, ist sehr froh, dass wir die Aufnahmen machen, dass sie zumindest teilweise sagen, das Ereignis dann nachvollziehen kann. Und vielleicht das auch noch, es gibt mittlerweile eine englischsprachige Übersetzung und vielleicht nicht für Sie, aber für Interessierte, sagen andere oder Bekannte, die Sie kennen, werden wir eine analoge Veranstaltung im virtuellen Raum auch zur englischsprachigen Ausstellung und deren Eröffnung vermutlich machen. Dazu mehr dann in unserem Newsletter. Ja, dann komme ich zum ersten Vortrag und zum ersten Vortragenden, Klaus Thomasberger. Sicherlich einer der ausgewiesensten Kenner Karl Polanyi, der sich sehr lange, wirklich jahrzehntelang beschäftigt hat, auch mit Kari Polanyi und anderen Bücher, gesammelte Schriften herausgegeben hat. Eine der Personen, die auch sehr verantwortlich dafür ist, dass es so etwas wie eine International Karl Polanyi Society gibt. Klaus Thomasberger ist Ökonom, war Professor in Berlin an der HTW und ist Vorstandsmitglied der International Karl Polanyi Society. Er wird eröffnen mit einem Vortrag zu Karl Polanyi und das Rote Wien. Lieber Klaus, the floor is yours. Ja, Karl Polanyi und das Rote Wien, das ist wirklich eine vielschichtige Beziehung. 1986 in Wien geboren, in Budapest aufgewachsen, kam Polanyi im Jahr 1919 schwer krank und durch eine Kriegsverletzung geschwächt nach Berlin zurück. In die Villa Helmstreitmühle in Hinterbrühl, die ein wohlhabender Wiener zur Pflege von Kriegsrekören zur Verfügung gestellt hatte, traf er seine spätere Frau Ilona Duczynska. In Wien wurde seine Tochter Karin geboren. Hier blieb er, als er sich aus politischen Gründen zur Emigration gezwungen sah und er bezog eine Wohnung in der Vorgartenstraße. Von 1924 bis 1933 arbeitete er als Redakteur des Österreichischen Volkswirt, der damals wichtigsten mitteleuropäischen Wirtschafts- und Finanzwochenzeitung. Gleichzeitig beteiligte er sich an der Debatte über die sozialistische Rechnungslegung wie auch an den Strategiediskussionen am Rande des Austromarxismus. Er hielt unzählige Vorträge, unterrichtete an der Volkshochschule Wirtschaftstheorie und organisierte ein Privatseminar, im Rahmen dessen Studierende der Wiener Universität, die sich für Fragen der sozialistischen Wirtschaft interessierten, ihre Dissertationsprojekte diskutierten. In Wien verbrachte Polanyi prägende Jahre seines Lebens. 1933, im Alter von 47 Jahren, musste er erneut aus politischen Gründen Wien in Richtung England verlassen. Als Polanyi nach dem Ersten Weltkrieg nach Wien zurückkehrte, war aus seiner Geburtsstadt das Rote Wien geworden. Von der Hauptstadt eines Kaiserreichs war Wien zum übergroßen Regierungssitz eines Landes geschrumpft, das kaum mehr als 6 Millionen Einwohner hatte. Einerseits Weltstadt und Metropole, andererseits von den traditionellen Versorgungswegen abgeschnitten, verarmt, wirtschaftlich von den Nachbarländern und politisch von der Unterstützung durch die Großmächte abhängig, wurde Wien zu einem Zentrum gesellschaftspolitischer Reformprojekte, gekennzeichnet durch ein lebendiges intellektuelles Klima und eine überaus offene Diskussionskultur.
Seit den Wahlen 1919 lag die Regierung auf kommunaler Ebene in den Händen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die eine Vielzahl von Maßnahmen zur sozialen Fürsorge, der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen sowie der Bildung der Erwerbstätigen und der Erwachsenen überhaupt unterstützte. Dazu gehörten die Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus, die Begrenzung der Mieten, die Gründung von Volkshochschulen, ambitionierte und weitreichende Projekte, die auch die Grundlage für den Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit legten. Polanyi gilt heute als einer der bedeutendsten Sozialwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Ein Jahrhundertdenker, wie der Untertitel eines 2019 publizierten Werks lautet. Was macht seine Arbeiten bis heute so bedeutsam? Und was haben sie mit Wien zu tun? Die kurze Antwort lautet: Das rote Wien der 20er Jahre zeigt ihm praktisch, wie, selbst unter ökonomisch und politisch ungünstigsten Bedingungen, eine Gesellschaft in Richtung größerer sozialer Teilhabe, solidarischer Unterstützung und eines besseren Lebens für alle umgestaltet werden kann, aber auch, wie gefährdet solche Errungenschaften sind. Als er Wien in Richtung England verließ, um dort, insbesondere in Sussex und Kent, Arbeiterinnen und Arbeiter über die Themen internationale Beziehungen sowie englische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zu unterrichten, war er bestürzt von der Armut des kulturellen Lebens und dem Bildungsstand der Arbeiterklasse im reichsten Land Europas, die dem in Wien erreichten Niveau deutlich unterlegen war. Die etwas längere Antwort lautet: Das rote Wien eröffnete Polanyi vielfältige Möglichkeiten, sich an den Diskussionen über die Themen zu beteiligen, die ihn sein Leben lang beschäftigten. Das fruchtbare und lebendige intellektuelle Klima im roten Wien, man denke nicht nur an Popper, Kelsen, Schumpeter, den Wiener Kreis um Carnap, Feigl, Gödel, Neurath, der ja hier sein Haus gefunden hat, wenn ich das richtig sehe. Wittgenstein, sondern insbesondere auch die österreichische Schule der Nationalökonomie, Menger, Böhm-Bawerk, Wieser, Mises, Hayek und die Protagonisten des Austromarxismus, Otto Bauer, Max Adler, Hilferding, Renner, sie alle stellten für Polanyi eine Herausforderung dar. Wie er 1925 an seinen Freund Richard Wank schrieb, ich zitiere: Während dieser Jahre haben meine Ideen zu sozialen Fragen einen leidenschaftlichen Ausdruck gefunden. Die Sozialwissenschaften, die Aktivität, aber vor allem die Möglichkeit der Freiheit des Denkens in sozialen Fragen. Wie können wir frei sein? Trotz der Tatsache der Gesellschaft, und zwar nicht nur in unserer Vorstellung, sondern in der Realität. Zitat Ende. Wie bei den meisten großen Intellektuellen, so kann auch Polanyis Werk als das Resultat eines unablässigen Suchprozesses verstanden werden. Eines Suchprozesses, der die herrschenden Weltanschauungen sowohl auf sittlicher wie auch auf sachlich-wissenschaftlicher Ebene aus einer im eigenen Perspektive herausfordert. Die Leitfrage, die Polanyi sein Leben lang bewegte, war die nach einer menschlichen Gesellschaft, die der persönlichen Freiheit des Einzelnen die Entfaltungsmöglichkeiten bieten würde, die unter den Bedingungen einer modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft möglich sind. Das bedeutete für ihn Sozialismus. Es ist diese Perspektive einer menschlichen Gesellschaft, einer menschlicheren Gesellschaft, aus der er Stellung gegen Ludwig Mises bezog,
dem in den 1920er Jahren führenden Vertreter der österreichischen Schule der Volkswirtschaftslehre, der bis heute richtungsweisende Debatten über die sozialistische Rechnungslegung mit der These eröffnet hatte, dass allein der Kapitalismus eine Lösung bilde, um Freiheit und rationale Wirtschaftsführung miteinander zu verbinden. Eine These, die bis heute, man denke an Thatchers Tina, There is no alternative, immer wieder vorgetragen wird. In zwei Aufsätzen, die in derselben Zeitschrift wie Mises Eröffnungsbeitrag erschienen, dem Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, stellt er seine eigene, auf Prinzipien der funktionalen Demokratie aufbauende Antwort entgegen, lange bevor Friedrich Hayek, Abba Lerner und viele andere in die Debatte intervenierten. Es gab eine sozialistische Alternative jenseits des falschen Gegensatzes von kapitalistischer Marktwirtschaft und zentralwirtschaftlicher Planung. Das war Polanis zentrale Aussage. Das Rote Wien bot viele Beispiele für Maßnahmen, die in diese Richtung gingen. Diese Position vertrat er auch im Rahmen der Strategiediskussion, die am Rande des Austromarxismus geführt wurde. Hier präsentierte er gildensozialistische Vorschläge, für die er Anknüpfungspunkte in England, insbesondere bei Kohl, fand und die eine nicht zufällige Nähe zu den Positionen von Otto Bauer und Max Adler zeigten. Seine Beiträge in beiden Diskussionen lag die Überzeugung zugrunde, dass der Glaube daran, dass die Wirtschaft in allen Zivilisationen der Gesellschaft ihren Stempel aufdrücke, in die Irre führt. Schon in seinem ersten, noch 1919, dem Jahr seiner Übersiedlung nach Wien veröffentlichten Aufsatz mit dem Titel Weltanschauungskrise, hinterfragte er den Platz der Wirtschaft in der Gesellschaft. Eine Zivilisation, die von einem wirtschaftlichen Mechanismus beherrscht wird, konnte in seinen Augen keine freie, menschliche Zivilisation sein. Später sprach Polanyi von der Utopie des sich selbst regulierenden Marktsystems und kritisierte den Kapitalismus für die Unterordnung der Gesellschaft unter den Mechanismus ihrer eigenen Wirtschaft. Den Grundgedanken, der den bekannten Begriffen institutionelle Trennung der Wirtschaft von der Gesellschaft oder Entbettung der Wirtschaft zugrunde liegt, entwickelte er hier in Wien in den Debatten mit den Liberalen der österreichischen Schule auf der einen und dem Austromarxismus auf der anderen Seite. Das gilt aber auch für andere Erkenntnisse und Konzepte, die heute untrennbar mit dem Namen Karl Polanyi verbunden sind. Ich möchte an seine denkwürdige Vorlesung über die Freiheit erinnern, ein Thema, auf das er später immer wieder zurückkommen wird, in seinen Schriften gegen den Faschismus, im letzten Kapitel von The Great Transformation und erneut in den 50er Jahren. Ein anderes Beispiel ist der Begriff der fiktiven Waren. Jedem, der die wirtschaftsliberalen Arbeiten in der Tradition von Ludwig Mises liest, wird auffallen, dass es für ihn ein zentrales Kriterium gibt, durch das er den modernen Kapitalismus von allen anderen gesellschaftlichen Formen unterscheidet. Das Privateigentum an den Produktionsfaktoren, das heißt, die Warenform von Arbeit, Land und Geld. Mises Intimfeind, Friedrich Wieser, der Vertreter der österreichischen Schule, der für wohlfahrtstheoretische und fabianisch-sozialistische Ideen ein offenes Ohr hatte, hatte sich geweigert,
Arbeit und Natur als Waren zu bezeichnen. Polanyi griff diesen Faden auf und entwickelte ihn weiter. Es ist keine Frage der Benennung, so Polanyis Folgerung. Arbeit, Natur und Geld sind tatsächlich keine Waren. Kein privates Unternehmen kann sie produzieren und verkaufen. Arbeit, ich zitiere, ist bloß eine andere Bezeichnung für eine menschliche Tätigkeit, die zum Leben an sich gehört. Boden wiederum ist nur andere Bezeichnung für Natur, die nicht vom Menschen produziert wird. Und das Geld ist nur ein Symbol für Kaufkraft, das in der Regel überhaupt nicht produziert, sondern durch den Mechanismus des Bankwesens oder der Staatsfinanzen in die Welt gesetzt wird, heißt es in der Great Transformation, Ende des Zitats. Arbeit und Natur in Privateigentum zu verwandeln, bedeutet, die Menschen einen ihnen äußerlichen Mechanismus zu unterwerfen und sie einander wie auch von der Natur zu entfremden. Damit kann ich zum Schluss kommen. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die den zentralen Teil von Polanyis Leben ausmacht, war das Zeitalter des Zerfalls der europäischen Zivilisation des 19. Jahrhunderts. Eine Tatsache, an die Polanyi gleich im ersten Satz von The Great Transformation erinnert. Polanyi, der im Ersten Weltkrieg in Galizien, heute Ukraine bzw. Polen, gegen die russische Armee gekämpft hat, sah sich in der Folge dreimal gezwungen, aus politischen Gründen auszuwandern. Aus den sich verändernden Perspektiven analysierte er die Bedrohungen, die der industriellen Zivilisation für ein menschenwürdiges Leben beinhalten. Dass er trotz der negativen Entwicklungen, die er während seines Lebens machte, an eine bessere Zukunft glaubte, lag auch an seinen Erfahrungen im Roten Wien. Denn Wien hatte ihm gezeigt, dass der Kampf für ein besseres Leben für alle Errungenschaften hervorbringt, die, trotz aller Rückschläge, nicht vergebens sind. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank, Klaus Thomasberger, für diesen ersten Vortrag. Wir hätten gerne gehabt, dass die zweite Vortragende auch hier in Wien ist. Unser Vorstandsmitglied Maria Makontonato aus Griechenland, Assistenzprofessorin an der Ägäis-Universität und eben Vorstandsmitglied der IKPS. Leider ist es nicht geglückt, auch aufgrund der Pandemie und damit verbundenen Umständen, aber sie hat ein Video verfasst. Vielleicht ganz kurz zu ihrer Person noch ergänzend zwei Sachen. Das eine, sie hat vor 3 Jahren mittlerweile, 2019, ein sehr wichtiges Sammelwerk herausgegeben mit 2 anderen berühmten Polanyi-Forschern, Garrett Tail und Christopher Holmes, Chris Holmes, ja, mit dem Titel Karl Polanyi's Political and Economic Thought, A Critical Guide. Und innerhalb der Polanyi Society hat sie mehrere Debatten organisiert. Zuletzt eine Debatte über was von Polanyi lernen in der Ukraine-Krise, im Krieg in der Ukraine. Und davor eine Debatte über Covid und die sozialen Auswirkungen. Und der Vortrag, den sie halten wird, ist eben auch zu diesem Thema die Covid-Pandemie verstehen, Inspirationen von Karl Polanyi.
I would like to greet and welcome everyone to the exhibition on the life and work of Karl Polanyi, thank its organizers, and immediately pose the question whether Polanyi's work can help us think of the current ongoing pandemic. The pandemic is the fourth global crisis of the 21st century. The first crisis started in 2001 after the terrorist attack on September 11. The second one was the global financial crisis after 2008. The third one was the refugee crisis in 2015. And the pandemic is the fourth global crisis. COVID has hit the health of millions of people and resulted in massive losses of income, recession, insecurity, and unemployment for large parts of the population. Together with lockdowns and the closing down of businesses, governments around the world resorted to massive spending. For example, many millions were spent for the bailout of large airline companies such as Lufthansa, Air France, or British Airways, in the form of recapitalization, state loans, or loan guarantees. According to the IMF, in 2020, the Austrian government, for example, designed a fiscal package of more than 12% of its GDP to finance the healthcare system, provide liquidity to firms and public loan guarantees, and reduce personal and corporate income taxes and social security contributions. Policies have been more or less similar in most countries. Even in countries like Greece, where cutting down spending was the top priority in the financial crisis of 2010, after 10 years of harsh austerity, spending due to COVID suddenly increased by 14% of the GDP. It included medical spending, cash transfers to thousands of professionals and inactive workers, loan guarantees to closed businesses, reductions to taxations and rent, and so on. During the last decade's Eurozone crisis, the president of the European Central Bank at that time, Mario Draghi, had stated the ECB would do whatever it takes, as he said, to save the euro, and French President Emmanuel Macron argued during the pandemic that Eurozone economies must be saved whatever the cost, as he put it. Indeed, as we learn from the Eurogroup's reports, funding in the US and Europe to cope with COVID was double than that of the 2008 global financial crisis. We see, therefore, that even political leaders who advocated the ideology of market liberalism were forced to implement interventionist policies that they strongly opposed in the past. So, do these interventions mean that neoliberalism, after many decades of thriving, can be finally declared over? This was suggested by some authors during the pandemic and also during the 2008 crisis when governments rescued bankrupt banks in the US and Europe. We know from Polanyi that several forms of interventionism do not oppose the operation of the market economy, but on the contrary, they contribute to its maintenance. Polanyi analyzed what he called the protectionist movement, namely the creation of a number of laws in the mid-19th century about labor, social insurance, trade, health services, public utilities, tariffs, cartels, and trusts. In the words of Polanyi, this protectionist movement was damaging severely the self-regulating mechanism of the market, as he wrote. However, leaders around the world had not suddenly decided to destroy capitalism, Polanyi argued, but this protectionist movement was due to what he called objective reasons of a stringent nature in order to assist the reproduction of capitalism. Polanyi has shown that the market economy was never capable to simply reproduce itself and always necessitated a strong state on its side. Polanyi further argues that laissez-faire posed a common problem, the problem of social protection, which different political actors inevitably had to face. In a passage from Polanyi's book, The Great Transformation, he writes that
Victorian England and the Prussia of Bismarck were poles apart, and both were very much unlike the France of the Third Republic or the Empire of the Habsburgs. Yet, each of them passed through a period of free trade and laissez-faire, followed by a period of anti-liberal legislation in regard to public health, factory conditions, municipal trading, social insurance, trade associations, and so on. Thus, under the most varied slogans, a multitude of parties and social strata put into effect almost exactly the same measures in a series of countries. Objective reasons of a stringent nature, as Polanyi called them, were the background of similar policies followed by different governments also during the pandemic. COVID found countries defenseless, and this is an outcome of decades of neoliberal globalization, budget cuts, and the constantly increasing role of the private sector in provisioning healthcare services. These are precisely the processes of market liberalism criticized by Polanyi, processes which left the society unprotected. According to the German sociologist Wolfgang Streck, in the pandemic we experienced the outcomes of pre-COVID policies, such as the unregulated profit strategies of large pharmaceutical companies, their independence from the boundaries and control of nation states, and cuts to state budgets resulting in shortages of fundamental medical equipment, which was thought to be unnecessary, whether respirators or testing materials. Although these were common trends everywhere, they were of course stronger in countries with weaker economies. Moreover, in conditions of lockdown, pre-existing inequalities came to the fore. So-called essential workers, such as factory and agricultural workers, couriers, workers at supermarkets and essential supply stores, drivers, and so on, were among the professional categories to leave the home. They carried out the material tasks of everyday life and were at a higher risk of being exposed to the virus, especially in the first phase of the pandemic, when COVID testing was not yet widespread. Staying home was not an option for some workers. If they stayed home, they would be deprived from their daily wage. Conditions were problematic for refugees and asylum seekers, who experienced greater health risks because of the bad living conditions at overcrowded camps. Undocumented refugees also faced greater health risks because they avoided visiting medical centers and hospitals out of fear of arrest or deportation. Those working informally lost their sources of income, while those looking for work encountered new hardships. The pandemic and the lockdown also brought to light pre-existing gender disparities. Before COVID, the risk of poverty and social exclusion was higher for low-income women, but as the need for care increased in the pandemic, gender disparities intensified. Also, teleworking overburdened women, and of those who worked from home, women were especially affected, for they had to combine work and family tasks in lockdown conditions. In general, as the American sociologist Michael Barraway points out, the pandemic has brought to life what sociologists have been describing and analyzing for decades, namely the deepening of inequality in all its dimensions. And although politicians praised essential workers and care workers and characterized them as national heroes and so on, the wages and working conditions of these workers hardly ever improved. In the pre-pandemic era, the ideology of the minimal state dominated, and the need to shrink the welfare state was promoted, worsening the living conditions of the working classes and increasing social inequalities. During the pandemic, these old as well as new social inequalities came to the fore,
leading to popular demands for social justice and stronger welfare institutions. However, rather than the welfare state, it seems that it was policing and the surveillance state that were strengthened during the pandemic with the help of new technologies. It is an open question whether authoritarian forms of governance and enhanced social control, which were implemented during the pandemic, are reintroduced when, for some reason, a new so-called state of emergency is declared again. As the British geographer Danny Dorling notes, we are beginning to realize that the disease will continue to circulate and new waves will form, rise and fall as immunity within local population rises and falls, depending on how recently that population has been infected. Europe is and will continue to be a changing patchwork of waves varying over time and across space, Dorling argues. So, the question is, how do societies and states cope with this and with other similar threats in the future? Given that every crisis brings the issue of the welfare state to the fore, the question is, in addition to what degree states are willing to empower their public healthcare and welfare systems instead of merely promoting the so-called individual responsibility as the basic solution to the pandemic. Some governments do not seem to have got the pandemic's message. For instance, the Greek Prime Minister insists that despite the pandemic, the plan for a new healthcare system must focus on cooperation with the private sector and that the public sector should turn to the private sector for equipment and services, the Prime Minister argues. So it seems that privatization plans remain intact. Also, two authors, Nadia Dar and Nona Tamale, who reviewed COVID loans provided by the IMF to 81 countries, found that for these loans to be provided, austerity was required. As they write, by far the most shocking trend found was the IMF's emphatic call for austerity once the COVID crisis abates. So we cannot be complacent that austerity will not be implemented. Before the pandemic, new markets were constantly emerging for the provision of healthcare services, with poor social strata and groups at risk of poverty and social exclusion ending up with access only to very basic or to low quality medical services. Instead of financing, safeguarding and upgrading the public healthcare infrastructure, the state promoted managerialism and principles of economic efficiency on the public sector, along with radical cuts and even entire political campaigns to persuade voters that the utility of public services was low. In the pandemic, we saw the effects of decades of neoliberal privatization, the lack of staff and equipment in public hospitals long underfunded, and the unwillingness of the private sector to get involved in times of social need. The pandemic highlighted the urgent need to reverse the privatization trend, and in other words, in the pandemic we saw what Polanyi has shown, that the market economy and the market ideology, especially in times of crisis, cannot be trusted, and that economic democratization and social protection are very crucial for democracy, which Polanyi, of course, so much defended in all of his writings. So, finally, if you wish to read more on the question, what can we learn from Polanyi's work about the pandemic, I would like to mention the website of the International Karl Polanyi Society, where we have published a series of texts written by more than 15 authors. These texts are published in the framework of the so-called debates that we organize on pretty actual issues. Topics include deglobalization, the refugee crisis, the war in Ukraine, and of course the pandemic.
All of these texts are available to read at the website of the International Karl Polanyi Society, where you can also get information on its various activities. So, thank you very much. Zum dritten Vortrag und zur dritten Vortragenden, Brigitte Aulenbacher, Soziologin, Professorin an der JKU, Johannes Kepler Universität in Linz und Vizepräsidentin der International Karl Polanyi Society. Sie ist eine der ausgewiesensten CARE-Forscherinnen im deutschen Sprachraum. Viele Forschungsprojekte und Publikationen auch dazu und auch mit betreuend eines Doc-Teams, das morgen und übermorgen zum Thema des Doc-Teams Contested Provision of Care and Housing einen zweitägigen Workshop abhalten wird. Sie hat auch im Rahmen unserer Polanyi-Aktivitäten einige Publikationen federführend mitgetragen, unter anderem eben auch das Buch, das im Falter Verlag erschienen ist, das auch unten zum Verkauf aufliegt, Karl Polanyi, Wiederentdeckung eines Jahrhundertdenkers aus dem Jahr 2019 mit sehr kurzen, prägnanten Artikeln über Polanyi und dann ein Jahr später ist dann auch die englische Übersetzung herausgegeben worden. Und schließlich auch das liegt unten auf die Broschüre zu dieser Ausstellung, Karl Polanyi, von der entfesselten Wirtschaft zur solidarischen Gesellschaft. Und vielleicht nur noch einmal zu erwähnen, wer die fünf Autoren der Ausstellung beziehungsweise auch dieser Broschüre sind, eben neben Brigitte Aulenbacher, Maria Marcantonato, die wir gerade gehört haben, ich, Klaus Thomas Berger und Harald Wildfellner, der eben auch heute hier ist. Wir werden dann ja anschließend Gelegenheit haben, noch miteinander zu plaudern. Die vier der fünf Autoren der Broschüre sind hier anwesend. Bevor Sie dann die Möglichkeit haben, eben die Ausstellung anzuschauen, hält Brigitte Aulenbacher noch ihren Vortrag, Karl Polanyi von der entfesselten Wirtschaft zur solidarischen Gesellschaft, das Ausstellungskonzept. Ja, vielen Dank für das Interesse an unserer Ausstellung und an dem Werk und Leben von Karl Polanyi. Ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt eigentlich noch sagen, nachdem Maria Marcantonato ja schon was sehr Aktuelles aufgegriffen hat und Klaus Thomas Berger weit in die Geschichte zurückgegangen ist. Und ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit und möchte erstmal das Motiv nochmal aufgreifen des Jahrhundertdenkers, das wir jetzt schon mehrfach verwendet haben. Und möchte dann Sie auch mit einigen Originaltönen aus dem Werk Karl Polanyis vertraut machen. Und Sie finden auch einiges an Zitaten in der Ausstellung. Aber ich denke, es ist auch ganz gut, vorweg vielleicht so einige Akzente in seinem Werk uns näher anzuschauen. Möchte dann ein Motiv aufgreifen, das von ihm stammt, die Doppelbewegung. Habe es etwas umgesetzt in bewegte Zeiten und möchte die Brücke zu heute schlagen und will dann auf Visionen noch zu sprechen kommen, Visionen, die wir in Karl Polanyis Werk bereits finden. Warum ein Jahrhundertdenker? Wie kamen wir auf diese Idee? Sie stammt eigentlich aus der Anschauung einer Serie über den Kapitalismus, die bei Arte gezeigt worden ist und in der ein Ökonom, ein Wirtschaftshistoriker, Robert Boyer, zu und über Karl Polanyi sagt, Karl Polanyi sollte die Persönlichkeit unseres Jahrhunderts sein.
Und das hat er dann in mehrfacher Weise begründet. Ich nehme diese Begründung jetzt nicht ausführlich auf, sondern ich möchte ganz gerne einige Momente dieser Begründung benennen und möchte zugleich andere Gründe, warum man ihn als einen Jahrhundertdenker oder die Persönlichkeit unseres Jahrhunderts bezeichnen kann, zusätzlich anführen. Das erste Motiv, das ich anführen möchte, der erste Grund, ist eine Leitfrage, die meiner Ansicht nach Karl Polanyis gesamtes Werk durchzieht, die er selbst so meines Wissens nicht formuliert, die man aber durch sein gesamtes Werk hindurch verfolgen kann, nämlich die Frage, wie kann die Menschheit die industrielle Zivilisation überleben? Und ich denke, die Pandemie führt uns sehr anschaulich vor Augen, von welcher enormen Aktualität diese Frage ist. Wir stehen vor Überlebensfragen der Menschheit nicht erst seit heute. Das Zweite, was ich anführen möchte, warum ein Jahrhundertdenker, ist sein Hauptwerk The Great Transformation 1944 erschienen, im Exil geschrieben. The Great Transformation ist eine Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte des industriellen Kapitalismus, und Karl Polanyi erzählt diese Geschichte im Sinne einer Beschreibung des Wegs der industriellen Zivilisation in eine wirtschaftsliberale Marktgesellschaft. Auch da denke ich, brauchen wir nach Aktualität nicht zu suchen. Wir sind in einer deutlich wirtschaftsliberalen Marktgesellschaft wieder und immer noch. Ja, ein weiteres Argument: Er hat einen ganz bestimmten Geschichtsbegriff. Er beschreibt die Geschichte des 19. Jahrhunderts als das Ergebnis einer Doppelbewegung. Und das meint bei ihm, darauf komme ich noch zurück, als das Ergebnis der wirtschaftsliberalen Durchdringung der gesamten Gesellschaft letztendlich und eben einer Gegenbewegung dazu, nämlich einer Bewegung, mit der die Gesellschaft Schutz vor den Dynamiken des entfesselten Marktes sucht und vor den Folgen, die es insbesondere hat, wenn man, was eben schon angesprochen worden ist, Natur, Arbeit und Geld wie Waren handelt. Und ein weiteres Moment, auf das ich nicht mehr eingehen kann in der gebotenen Zeit, ist aus meiner Sicht auch seine Analyse der industriellen Zivilisation als ein Maschinenzeitalter, als ein Machine Age, weil er darin etwas zugrunde legt, was auch von heute von enormer Bedeutung ist, nämlich dass mit dem Machine Age sich die Kommunikation und die Beziehungen zwischen Menschen und auch zwischen Menschen und der außermenschlichen Natur sehr drastisch verändern werden. Also auch das ein Motiv, das wir in der Ausstellung aufgenommen haben, das ich jetzt im Weiteren allerdings zur Seite lassen werde. Also viele gute Gründe, warum wir von einem Jahrhundertdenker in verschiedenen Konstellationen sprechen. Ich möchte Sie jetzt in einige Ausschnitte seines Werkes mitnehmen und habe das eben jetzt mal die Originaltöne genannt. Was ich unterstrichen habe, sind Heraushebungen durch mich, nicht durch Karl Polanyi. Ich habe das deshalb gemacht, weil ich nicht erwarte, dass Sie jetzt diese Folien in Windesgeschwindigkeit mitlesen können, wollen, sollen, und wollte eben einige Akzente betonen, die ich für sehr wichtig halte in seinem Werk. Das eine habe ich schon gesagt: Er hat eine bestimmte Art und Weise, Geschichte zu schreiben. Das ist eben dokumentiert in diesem wichtigen Satz: Die Gesellschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts war somit das Ergebnis einer Doppelbewegung, also einer Bewegung hin zu einer marktfundamentalistischen Entwicklung und einer Gegenbewegung, mit der die Gesellschaft Schutz sucht. Diese Bewegung, diese Doppelbewegung, kann dargestellt werden als das Wirken zweier Organisationsprinzipien innerhalb der Gesellschaft, das Prinzip des Wirtschaftsliberalismus, das sozusagen der
Wirtschaft einen hervorgehobenen Platz in der Gesellschaft zuweist, aber vor allem auch den Markt zu der zentralen Instanz macht, nicht nur in Bezug auf die Wirtschaftsordnung, sondern auch auf die Ordnung der Gesellschaft. Und das zweite Prinzip, eben das Prinzip des Schutzes der Gesellschaft, mit der sozusagen die Gesellschaft auf die Erhaltung des Menschen, auf die Erhaltung der Natur, auf die Erhaltung der Produktivkräfte, also auf die Erhaltung der Lebensbedingungen im weitesten Sinne zielt. Und das sind dann sehr unterschiedliche Formen, in denen das bei Karl Polanyi geschehen kann, Schutzgesetze, aber auch die Arbeiterbewegungen. Heute werden vor allem auch soziale Bewegungen hier reingerechnet, wenn mit Polanyi argumentiert wird. Diese wirtschaftsliberale Bewegung ist von besonderem Interesse für eine gesellschaftskritische Perspektive, die an Karl Polanyi anschließt, wenn wir uns eben genau die Art und Weise anschauen, wie die fiktiven Waren Arbeit, Geld, Natur eben auch der wirtschaftsliberalen Kommodifizierung, also dem zur Ware machen, unterzogen werden. Und wir können von Karl Polanyi lernen, dass das eingebettet ist in ein ganz bestimmtes Menschenbild, auf das das liberale Credo, also der Glaube, dass sozusagen der Wirtschaftsliberalismus die Art und die dem Homo economicus, dem am Eigenbedarf orientierten, den Eigennutzen maximierenden Menschen am stärksten gerecht wird und die ihm adäquate Form der Wirtschaft ist. Dieses liberale Credo macht eben auch nicht Halt davor, dass letztlich alles dieser Marktorientierung unterworfen wird, letztlich alles eben marktfundamentalistisch einbezogen wird in die Wirtschaftskreisläufe. Das führt Polanyi dazu, das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft sehr kritisch zu thematisieren, indem er nämlich deutlich macht, warum die Beherrschung des Wirtschaftssystems, im Zitat, durch den Markt von ungeheurer Bedeutung für die Gesamtstruktur der Gesellschaft ist. Sie bedeutet nicht weniger als die Behandlung der Gesellschaft als Anhängsel des Marktes. Und dann ist für mich der Kernsatz, die Wirtschaft ist nicht mehr in die sozialen Beziehungen eingebettet, sondern die sozialen Beziehungen sind in das Wirtschaftssystem eingebettet. Wir haben sozusagen verkehrte Verhältnisse. Nicht die Wirtschaft dient den Belangen der Gesellschaft, sondern die Belange der Gesellschaft werden der Wirtschaft untergeordnet, werden nach wirtschaftlichen Prinzipien, nach Prinzipien des Marktes reguliert. Und das gilt dann eben auch für alle Faktoren in einer Marktwirtschaft, so Polanyi, ist es gar nicht anders möglich zu wirtschaften, als auch über die Einbeziehung der Waren, Land, Natur, Land, Arbeit, Geld, die sozusagen keine Waren sind, sondern fiktive Waren sind. Und als fiktive Waren bezeichnet er dann diese Waren, die sozusagen nie für den Verkauf, für den Handel produziert worden sind und die sich letztlich auch nicht vermarkten lassen, ohne dass sie der Tendenz nach zerstört werden. Ich lese das Zitat jetzt nicht vor. Wir hatten es in dem vorherigen Beitrag schon genau auch in der Diskussion. Das heißt, für Karl Polanyi ist nicht die Existenz von Märkten prinzipiell ein Problem, sondern wir haben eine wirtschaftsliberale Vermarktung. Wir haben sozusagen eine wirtschaftsliberale Kommodifizierung von Land, Arbeit, Geld, die letztlich zerstörerisch wirkt und die dazu führt, dass letztlich die ökologischen wie sozialen Lebensgrundlagen der Gesellschaft von dieser zerstörerischen Tendenz erfasst werden. Er spricht auch von der Zerstörung der Gesellschaft. Gegen diese zerstörerische Tendenz in Bezug auf Arbeit, Geld und Natur ist aus seiner Sicht, ist es möglich, dass sich Gegenbewegungen entwickeln. Es haben sich historisch auch immer wieder Gegenbewegungen herausgebildet. Es ist allerdings darin nichts
was uns optimistisch in die Zukunft blicken lassen kann, in dem Sinne, dass das ein stehendes Gesetz wäre. Es müssten sich Gegenbewegungen herausbilden, sondern historisch haben sie sich herausgebildet und es ist möglich, es ist nicht zwingend. Diese Gegenbewegungen, die sozusagen auf den Schutz der Gesellschaft zielen, sind Gegenbewegungen, die auch notwendig sind, wenn die Gesellschaft diese wirtschaftsliberale Kommodifizierung der fiktiven Waren Natur, Arbeit, Geld überleben will. Und er macht das sehr, sehr deutlich und ich finde hochaktuell, klar, wenn er schreibt, wenn man den Marktmechanismus als ausschließlichen Lenker des Schicksals der Menschen und ihrer natürlichen Umwelt oder auch nur des Umfangs und der Anwendung der Kaufkraft zuließe, dann würde das zur Zerstörung der Gesellschaft führen. Die Beschreibung, die dann kommt, die liest sich, als wäre sie eine Beschreibung unserer derzeitigen Naturverhältnisse, finde ich, wenn wir so etwas lesen wie die Nachbarschaften und Landschaften letztlich verschmutzt, die Flüsse vergiftet werden und so weiter und so fort. Aber keine Gesellschaft, das Zitat weiter, könnte die Auswirkungen eines derartigen Systems grober Fiktionen auch nur für kurze Zeit ertragen, wenn ihre menschliche und natürliche Substanz sowie ihre Wirtschaftsstruktur gegen das Wüten des teuflischen Mechanismus nicht geschützt würden. Ja, wer sind die Gegenbewegungen, die nach Schutz suchen? Das sind bei Polanyi anders als bei Marx nicht in diesem Sinne Klassenbewegungen. Dazu gehören die Arbeiterbewegungen, Arbeiterinnenbewegungen. Dazu werden heute soziale Protestbewegungen gezählt in der einschlägigen Literatur, die mit Polanyi arbeitet. Dazu gehören Assoziationen, dazu gehört aber auch die politische oder staatliche Regulierung, die Regulierung durch Gesetze. Und was ganz wichtig ist, wir haben sofort eine Assoziation oder ich zumindest, wenn ich Gegenbewegungen höre gegen die Marktwirtschaft, gegen den Marktfundamentalismus, bin ich sehr geneigt, das sofort progressiv zu rahmen. Das ist es aber nicht. Das können ganz unterschiedliche Gegenbewegungen sein. Progressive, regressive, nostalgische, demokratische, antidemokratische, das können sehr unterschiedliche Bewegungen sein. Wir haben bewegte Zeiten, auch heute. Und wir haben hier genau diese drei Beispiele. Also einmal die ökologische Krise auf dem linken Bild angedeutet, auf dem rechten Occupy Wall Street, Finanzkrise und unten der Protest von Erzieherinnen gegen die Vermarktlichung ihrer Arbeiten im öffentlichen Bereich der Kindergärten. Karl Polanyi hatte andere bewegte Zeiten vor Augen. Sein Werk hat einen bestimmten Zeitkern. Als Zeitkern bezeichnet man die Phase, in der die Gesellschaftskritik eines Werkes entwickelt worden ist. Das ist ganz klar bei The Great Transformation. Die Wirtschaftsliberalisierung der 20er Jahre bis zum Börsenkrach 29, die große Depression, Arbeitslosigkeit, Verelendung in den 20er Jahren und dann eben der Zweite Weltkrieg. Die Gegenbewegungen, die er im Blick hatte, waren wesentlich drei: die sozialistischen Bewegungen seiner Zeit, die faschistischen Bewegungen und der amerikanische New Deal. Das waren die Bewegungen, die er vor Augen hatte. Karl Polanyi war davon ausgegangen, dass nach der Barbarei des Faschismus die Menschheit sich nicht mehr auf das Experiment eines solchen Wirtschaftsliberalismus einlassen würde. Wir wissen, dass das nicht der Fall war, dass das eine vergebliche Hoffnung war. Wir haben auch wieder wirtschaftsliberale Bewegungen und zwar seit der Weltwirtschaftskrise Mitte der 70er Jahre, forciert nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus im Zuge der seitherigen Phase der Globalisierung und dann auch nach der Finanzkrise, die sich nicht als Bruch erwiesen hat, sondern als auch nochmal eine Phase der Konsolidierung wirtschaftsliberaler Politiken bis heute. Und wir haben ganz verschiedene Gegenbewegungen, sowohl das Erstarken des Rechtspopulismus, das zum Teil mit einer anti-wirtschaftsliberalen Haltung verbunden ist, teilweise aber auch nicht, aber auch sehr viele zahlreiche alternative, progressive
Bewegungen, denen es um die Entwicklung anderer Arbeits-, Lebens- und Wirtschaftsmodelle geht und die sozusagen auch zahlreiche Alternativen zum Wirtschaftsliberalismus erproben, entwerfen und zukunftsgerichtet diskutieren. Haben wir also eine große Transformation oder keine große Transformation? Ich denke, das ist im Moment nicht absehbar. Der Begriff der Transformation ist sehr etabliert, um die Art und Weise der Entwicklung zu beschreiben, mit der wir es zu tun haben. Ich würde sagen, wir haben eine sehr umkämpfte Neuordnung der Gesellschaft. Auf der einen Seite eine ganz anhaltende wirtschaftsliberale Kommodifizierung von Natur, Arbeit, Geld. Auf der anderen Seite ein breites Protestspektrum, das andere Vorstellungen entwickelt. Karl Polanyi selbst, und damit komme ich auch zum Ende meiner Referenzen auf sein Werk, Karl Polanyi selbst würde ich bezeichnen, und wir haben da lange auch drüber diskutiert im Rahmen der Ausstellung, als ein Vordenker eines demokratischen Ökosozialismus. Ökosozialismus, weil er soziale Fragen, ökologische Fragen genau mit dieser Kritik verbindet. Demokratisch, weil, das wurde auch schon angesprochen, für ihn es nicht um eine zentralistische Vision einer sozialistischen Gesellschaft geht. Es geht um eine gesellschaftliche Vision, die den Begriff der Freiheit im Zentrum hat, die also immer wieder auch das Moment der Freiheit anspricht. Es ist aus meiner Sicht eine Zivilisationskritik der Marktgesellschaft und ihres sehr individualistischen Freiheitsbegriffs. Für Karl Polanyi ist die Marktgesellschaft auch eine, die eine bekämpfenswerte Privilegienstruktur zugunsten weniger aufweist. Und sie ist für ihn eine Gesellschaft, die mit einem bestimmten Zwang zum Konformismus einhergeht. Sein Freiheitsbegriff, und das finde ich das wirklich Spannende auch für unsere heutige Diskussion, besteht darin, dass er diesem individualistischen Freiheitsbegriff ein Recht auf Nonkonformismus entgegensetzt. Also es geht ihm um eine tatsächlich individuelle Möglichkeit der Persönlichkeitsentfaltung. Und es geht aber auch zugleich um soziale Freiheit. Nicht alles, was machbar, was möglich ist, ist auch machbar, wenn die soziale Freiheit aller gewährleistet werden sollen. Also es ist für mich einer der interessanten Freiheitsbegriffe, den er uns hier anbietet. Und zugleich bietet er eine politische Vision, kreisend um die Begriffe Planung, Regelung und Kontrolle, mit der es möglich sein muss, auch die Wirtschaft in ganz anderer Weise wieder in Gesellschaft einzubetten und im Sinne der Gesellschaft sozusagen zu regulieren. Und das wird eben auch in dem Schlusssatz des entsprechenden Kapitels in The Great Transformation sehr deutlich, wo er sagt, das gegebene Ertragen der gesellschaftlichen Wirklichkeit gibt dem Menschen den unbezwinglichen Mut und die Kraft, alle Ungerechtigkeit und Unfreiheit, die sich beseitigen lassen, zu beseitigen, solange er sich seiner Aufgabe, mehr Freiheit für alle zu schaffen, widmet, braucht er nicht zu befürchten, dass sich Macht oder Planung gegen ihn wenden und die Freiheit, die er mittels ihrer errichtet, zerstören werden. Das ist die Bedeutung der Freiheit in einer komplexen Gesellschaft. Ja, sind wir also auf dem Weg von der entfesselten Wirtschaft zur solidarischen Gesellschaft, wie die Ausstellung überschrieben haben? Die Frage lässt sich letztlich derzeit nicht beantworten. Es gibt Bewegungen in Richtung auf eine solidarische Gesellschaft, Bewegungen, die im Sinne Polanyis auf Schutzsuche sind vor den Dynamiken des entfesselten Marktes. Und wir haben mit der Ausstellung natürlich auch das Moment verbunden und möchten es damit verbinden, über eine überfällige große Transformation im polanischen Sinne einer Neuordnung der Gesellschaft nachzudenken, in der individuelle und soziale Freiheit kein Gegensatz sind und damit auch nachzudenken über die Neujustierung des Verhältnisses von Wirtschaft und Gesellschaft anstelle der weiteren zerstörerischen Kommodifizierung von Natur, Arbeit, Geld. Vielen Dank. Applaus